Das Amulett der Könige von Venengroß Monhona. Zu Beginn der ersten Ära wurde das zentrale Tamriel von einer mächtigen Elfenrasse, den Aeliden oder Herzland-Hochelfen, mit eiserner Faust regiert. Die hochmütigen, überheblichen Aeliden verließen sich darauf, dass ihre Schutzherren, die tückischen Daedra-Fürsten, Armeen von Daedra und toten Geistern zur Verfügung stellen würden. Mit diesen furchtlosen, magischen Armeen machten die Aeliden gnadenlos Jagd auf die jungen Rassen der Menschen, die sie ganz nach Belieben schlachteten oder versklavten. Die heilige Alessia, die erste in der Linie von Cyrodiil, suchte im Namen der leidenden Menschheit die Hilfe von Akatosh, dem Drachengott der Zeit und Herrscher über die edlen Aedra. Akatosh, der mit den Menschen in ihrer verzweifelten Lage Mitleid hatte, nahm kostbares Blut aus seinem eigenen Herzen, segnete die heilige Alessia mit diesem Drachenblut und schloss mit ihr den Bund, dass, solange die Generationen nach Alessia dem Drachenblut treu blieben, Akatosh sich bemühen würde, die Tore zum Reich des Vergessenens verschlossen zu halten, um die Daedra-Freunde, die Aeliden, damit von den Armeen der Daedra und Untoten abzuschneiden. Als Zeichen dieses Bundes schenkte Akatosh Alessia und ihren Nachkommen das Amulett der Könige und die ewigen Drachenfeuer der Kaiserstadt. So wurde Alessia zum ersten Edelstein im cyrodiilischen Amulett der Könige. Dieser Edelstein ist der rote Diamant in der Mitte des Amuletts und das Symbol des Reiches, das später zum Symbol der Septimlinie wurde. Er ist von 8 weiteren Edelsteinen umgeben, einer für jeden der Göttlichen. Solange das Reich Akatosh und die Seinen verehrt und solange Alessias Nachkommen das Amulett der Könige tragen, halten Akatosh und seine göttlichen Anwandten seine starke Barriere zwischen Tamriel und dem Reich des Vergessens aufrecht, sodass das Sterbliche, die Heraufbeschwörung schrecklicher Heerscharen der Daedra-Fürsten, nie mehr zu fürchten brauchen. Aber falls das Reich in seiner Verehrung der neuen Göttlichen nachlassen würde, oder falls die Blutlinie von Alessias Erben ausstirbt, dann wird die Barriere zwischen Tamriel und dem Daedrischen Reich fallen, und Daedra-Anbeter könnten kleinere Daedra- und Untote-Geister heraufbeschwören, um der Menschheit Unheil zu bringen.